sind ihr schon seit einem guten halben Jahr dabei, immer wieder daran zu erinnern, dass die Eastside Gallery, so wie sie Anfang der 90er Jahre als freudiges Mahnmal, dass die Mauer am 9. November 1989 gefallen ist, erhalten bleibt. Ich stelle mich vielleicht kurz nochmal vor, mein Name ist Jojo Kortmann. Ich bin von Sascha Disselkamp gefragt worden, ob ich hier heute moderieren möchte. Ich habe mehrere Veranstaltungen hier schon an der Eastside Gallery mitbestritten, auf verschiedenen Positionen. Und wir geben auch einen Ausblick darauf, was die momentane Situation ist. Für die Leute, die es verfolgt haben, es gibt ja immer wieder Streitigkeiten zwischen Senat und Bezirksverwaltung. Warum jetzt auf einmal hier gebaut wird, mitten auf dem Todesstreifen. Warum die Eastside Gallery eingerissen wurde. Da werden wir auf jeden Fall Aktivisten zu hören, die genaueres wissen. Und jetzt würde ich erstmal bitten, Frau Kunz, eine der Aktivistinnen hier, die hat das Bild neben dem Pink Floyd Cover gemalt. Und ja, kommen Sie bitte auf die Bühne. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich grüße euch. Hallo, ich bin Sabine. Und Sabine Kunz, und ich fange mal damit an. Wo warst du, als am 9. November 89 die Mauer fiel? Ehrlich, ganz ehrlich. Also ich war, ich war ganz unkompliziert in der Küche. Total unkompliziert in der Küche in Halle. Und habe mich in meiner total verträumten Art, Malerei zu machen, überhaupt nichts damit, davon mitbekommen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und dann wann mitbekommen? Als ich die Einladung bekam, also meine Professorin an der Kunsthochschule, die kam irgendwann auf mich zu und sagte, Dalina, wir bekommen die Mauer nicht voll. Ich habe damals noch studiert an der Burg Giebichenstein, Kunst, freie Kunst, Malerei und Tapisserie. Und meine Professorin kam rein und sagte, die Berliner, die kriegen die Mauer nicht voll. Wir wollen Bilder malen, wir haben hier eine große Aktion. Und macht mal alle ganz schnell Entwürfe. Und diesen Entwurf habe ich ganz schnell gemacht. Auch natürlich total emotional, weil ich war 28 Jahre ja eingesperrt. Und also ich bin hinter der Mauer, in der DDR groß geworden. Ich bin gut groß geworden in dem Kunststudium und diese Professorin, die also meine Begabung begleitet hat, hat mich dann auch ausgewählt und es wurde hier irgendwo ausgewählt, dass ich fahren durfte. Nach 14 Tagen kam sie auf mich zu und sagte, hey Sabine, Sie können fahren, Sie haben da ein großes Stück Mauer und dann mal los. Und ich habe damals gerade Diplom gemacht und das ist natürlich, wenn man gerade so in so einer Schule Kunst studiert hat und Diplom gemacht hat, ziemliche Herausforderung, 9x4 Meter großes Bild zu malen. Ja, ich hatte also da den Entwurf, der war 1:10, also im Verhältnis ungefähr, das kann man jetzt schlecht, ich habe so vielleicht 15 cm mal 10 cm ungefähr. Und als ich das Bild dann hier angefangen habe, war ja absolut nichts los. Ja, also es waren ganz, ganz wenige Künstler da, die parallel mit mir gemalt haben. Und ich habe das dann maßstabsgerecht übertragen. Und habe das Bild angefangen, maßstabgerecht zu übertragen. Das war im Juli 1990, also schon nach der Eröffnung der Mauer. Da ging es jetzt gerade eben um die Entstehung des Bildes oder wie sie dazu gekommen ist. Aber Sabine, wann hast du dann von dem Fall der Mauer erfahren? Da sind wir gerade ein bisschen von abgekommen. Das war also in der Küche und dann schlafen gegangen und am nächsten Morgen, wie war das? Also wirklich nochmal ganz ehrlich, ich habe da Besuch gehabt, beziehungsweise mein Freund hat Besuch gehabt. Mein damaliger Freund hat Besuch gehabt und da kamen meine, sagt man da Schwiegereltern, auf mich zu und sind gekommen und haben gesagt, die Berliner Mauer ist gefallen. Da habe ich das erstmal erfahren, weil ich auch einfach total verträumt war.
Auch durch das Studium, ja. Weil ich war total im Diplom. Ich habe auch mein Diplom fürs Grand Hotel gemacht. Hier, für Berliner Grand Hotel. Und für einen Konferenzraum und für einen Eingangsbereich. Und durch den Wechsel, aber jetzt bin ich schon wieder abgekommen vom Thema. Ja? Ja, okay. Hast du noch eine Frage? Du bist heute hergekommen, um mit uns hier diesem Jahrestag zu gedenken und natürlich auch der Bilder und der Eastside Gallery, dass sie möglichst erhalten bleibt und dass nicht weitere Löcher hier reingerissen werden. Was kann man da machen? Also ich bin heute hierher gekommen, weil ich der Meinung bin, dass wir dieses Bauvorhaben noch stoppen können. Ich bin der Meinung, dass wir da ganz konkret einen Ansatz finden sollten, dass dieses Vorhaben gestoppt wird. Denn für mich ist es so, ich habe dieses Bild unter freiem Himmel gemalt, ja. Und das hat für mich einen ganz starken Inhalt und auch eine ganz starke Symbolkraft. Und das geht für mich nicht. Ich würde da ganz gerne einen Hebel finden wollen, auch wenn alle jetzt schon sagen, das ist zu spät. Und wie der Hebel aussehen kann, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Deshalb bin ich heute hier. Genau, ich glaube, das sind wir alle. Wir wären nicht hier, wenn wir nicht daran glauben würden, dass es doch noch möglich ist, dieses Monstrum, weil es ist ja nur das Erste, was wir da schon sehen, was uns Sonne nimmt, was uns Blick nimmt, was uns vor allen Dingen auch irgendwann wahrscheinlich vergessen lässt, was hier mal war, nämlich der Todesstreifen. Das geht nicht und deswegen sind wir hier. Und Jörg, magst du was sagen?